Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Cube Escape Seasons. Ein Spiel, in dem es darum geht, Leute zu töten und Leuten dabei zuzugucken, wie sie getötet werden und seinen eigenen Papagei zu töten. Papagei habe ich gerade ziemlich komisch betont, aber ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon im letzten Cube angekommen, nämlich im Winter 1981. 10 Jahre nach den Vorfällen, wo die Frau gestorben ist, im Sommer 1971. Und 10 Jahre nach dem Vorfall, wo wir unseren Papagei getötet haben und ein komischer Schatten mit einem Messer in der Hand vor unserem Fenster stand. Ja, also damit auf geht's zum Finale Winter 1981. Okay. Wir sind anscheinend in der Zukunft. Wir gucken erstmal, was uns das Telefon sagt. Gar nichts. Alles klar. Das sieht alles auf jeden Fall ziemlich strange aus. Wir hatten anscheinend auch keinen Bock auf den Schatten, der draußen auf uns gewartet hat. Und die Musik ist mega creepy. Okay, ist ein Auge da oben? Nein, alles klar. Es tropft auch kein Blut von der Decke. Das ist ja schon mal recht schön. Hier stehen ein paar Zahlen an der Seite. Mal gucken, ob das noch irgendwie wichtig wird. Wir schauen erstmal, ob wir irgendwas finden. Wir haben ein Glas gefunden. Dann haben wir hier noch ein Puzzle. Ne, ein Blueprint. Ein Blueprint-Teil. So, was haben wir hier? Ein Mixer, den wir auch anmachen können, was uns aber nichts bringt. Ich würde sagen, wir befüllen dann erstmal das Glas mit Wasser. Das ist schon mal ganz gut. Und ich denke einfach mal, wir müssen das Wasser da reinfüllen. Okay, passiert noch nicht recht, nicht so viel. Wir holen uns nochmal neues Wasser. Kann das da auch noch rein? Nee. Was ist denn das hier eigentlich? Da muss auf jeden Fall irgendwas reingefüllt werden. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir noch so ein Teil. Wir haben auf jeden Fall die ganzen Blueprint-Dinger gut beisammen. Die sind auch irgendwie miteinander verbunden, die beiden Teile, was auch immer das sein soll. Dann haben wir hier nix. Der Ofen ist nicht an. Wir haben ein neues Radio mit Digitaluhr sogar. Wow, wir werden immer fortschrittlicher. Und auf der 103... Ja, guck mal, unser Lieblingssong. Alles klar. Lassen wir unseren Lieblingssong mal ein bisschen an. Oder auch nicht. Und gucken wir einfach mal, was wir hier so Schönes haben. Wir haben ein Würfel plus Feuer. Gleich aus der Erinnerung flüchten. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Abstrakte Sachen. Telefon und Öl. Die Vergangenheit ändern. Oh, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, oder wie? Moment, also wir können den Würfel und Feuer benutzen. Dann kommen wir aus unseren Gedanken hier raus. Wir können das Telefon mit Öl befüllen und die Vergangenheit ändern, sodass wir wahrscheinlich dann unseren Vogel nicht mehr töten. Und wir können einen blauen Würfel mit Feuer anzünden. Dann sind wir auch draußen. Also das beides hier ist dasselbe. Gibt es dann verschiedene Enden? Und wir sollen laut gelbem Zettel die Vergangenheit ändern. Das heißt, wir müssen das Telefon mit Öl befüllen. So. Ach cool, der speichert das sogar, wie ich das hier angeordnet habe. Das ist ja cool. Ja, alles klar. Setzen wir erstmal die Blueprints da ein, würde ich sagen. Ein Teil fehlt noch. Da kommt dann wahrscheinlich der blaue Würfel raus. Aber wir wollen gar nicht den blauen Würfel haben, sondern wir wollen das Telefon befüllen mit Öl. So. Wo... Das sieht aus wie so eine Ölpumpe. Aber wo genau kriegen wir Öl her, ist die Frage. Ist da eigentlich noch irgendwas drin? Wir haben ein Streichholz. Und eine Axt. Mhm. Hier ist auch noch so ein Teil. Können wir da vielleicht Wasser reinfüllen? Nein. Das ist auch mit irgendwas verbunden. Ist die Frage, ob das, dieses Kabel hier unten das sein soll oder nicht. Da kommen wir nicht rein. Wir können hier auf jeden Fall die Zeit verändern wieder. Und das kann damit zu tun haben, dass hier ja auch Zeiten stehen. Da haben wir auf jeden Fall das letzte Teil. Was passiert denn? Wo wollen wir hin? Wir wollen die Vergangenheit ändern. Da lebten noch alle. 9.05 Uhr. Wo nicht mehr alle lebten, war 3.55 Uhr, weil da ist die Frau auf dem Mond gestorben.
Ben, soweit ich weiß. Von daher stelle ich mal die Uhr auf 3.55 Uhr. 55 ist schon. Müsste ja so eigentlich sein. Gut, Uhr ist eingestellt. Und jetzt hätte ich hier gerne Öl oder so. Aber wir haben auch noch keinen Würfel, ne? Wir brauchen auch erstmal noch einen Würfel. Dann zünden wir erstmal das hier an. Können wir hier irgendwas kaputt hauen oder so? Also wir brauchen, glaube ich, Holz, damit wir den Ofen halt wieder anmachen können. Aber wo genau wir Holz herbekommen sollen, das erschließt sich mir noch nicht so wirklich. Vielleicht muss da ja Wasser rein. Scheinbar nicht. Können wir... Ah, das sieht so aus, als wenn man den kaputt machen könnte. Scheinbar nicht. Okay, dann... Ah. Okay, wir haben Holz. Und hier versucht jemand einzubrechen. Oder wir versuchen auszubrechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... müssen wir uns jetzt beeilen? Weil sonst der Schatten kommt? Holz verbrennen. Holz ist drin. Wo kriege ich meinen Würfel her? Okay, der Typ ist weg. Oder er ist hier schon drin. Da ist er wieder. Ist er ein bisschen näher gekommen? Manchmal steht er da, manchmal nicht. Der ist genauso wie die Frau. Jetzt ist er wieder weg. Richtig strange. Okay, was haben wir eben gemacht? Wir haben das Feuer angezündet. Das bringt mir aber, ehrlich gesagt, so gar nichts. Kann ich nicht diesen Stuhl kaputt machen? Kann ich da Wasser reinfüllen? Ich kann irgendwie gar nichts machen. Ich kann den Mixer anmachen, aber das bringt mir auch nichts. Da muss noch irgendwas rein, wenn überhaupt. Können wir das sonst hier irgendwo? Oder da unten? Oder was weiß ich? Das ist stuck. Das kriegen wir auch nicht auf. Gar nicht mal so einfach. Was hat es mit diesen Zeiten auf sich? Change the path. Man kann das hier drücken, aber es geht sofort wieder zurück, ist die Sache. Da ist unser Lieblingssong. Aber das bringt uns auch nicht... 13.10 Uhr! Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten, dass die 13.10 Uhr... Kann man das irgendwie rüberschütten? Nö. 13.10 Uhr, Leute. 13.10 Uhr. Wir stellen das einfach mal... auf 13.10 Uhr. Und tatsächlich passiert irgendwas. Gut, hallo Schatten. It's me? Stand da it's me? Gut, geil, wir sind der Schatten. Okay, ja, okay. Ist vollkommen in Ordnung. Also haben wir die Frau umgebracht und wir stehen selber vor dem Haus und ja, okay, es ist okay. Es ist okay. Wir sind ein Schatten unserer selbst. Gut, hätten wir das auch geklärt. Da draußen sind wir also auch, oder was? Keine Ahnung. Wir gehören zu den schwarzen Männern. Wir sind auf jeden Fall böse. So, so viel, so gut. Dann setzen wir mal den blauen Würfel da ein. So, gib mir den blauen Würfel. Hä, und jetzt? Nee. Warte, das machen wir nochmal. Gib mal... Kann man das irgendwie wieder... Ich will da noch nicht raus. Ich will den Würfel wieder haben. Kann man das nicht irgendwie wieder hochmachen? Shit. Ich wollte doch den Würfel hier ins Feuer packen. Cube plus Fire, Escape Memory. Blue Cube plus Fire, Escape Memory. Ich wollte aber Fuel finden, ehrlich gesagt. Und wieso Fire? Ich habe den noch gar nicht ins Feuer gelegt. Oh, ich bin mega verwirrt. Und wo kriege ich Fuel her? Mann. Da gibt alles gar keinen Sinn. Oder doch?
Also da sind wir. Das ist ja soweit schön. Da können wir nicht abheben. Wir können hier... Muss man das vielleicht gedrückt halten? Dafür sind wir nicht stark genug, um da irgendwas rauszuholen. Okay. Eventuell, wenn wir jetzt wieder in den ersten gehen, vielleicht ist da jetzt was anders. Müssen wir überall die Zeiten so einstellen, wie das da stand im letzten? Das ist ja mega tricky hier. Alles klar. Da kommt dann wieder mein Snipping-Tool zum Einsatz. Zack. Snipping-Tool. Action. Geil. So. Aber sonst kann ich mir das nicht merken, sonst ist mir das zu anstrengend. Okay. So, dann haben wir die Zeiten. Dann gehen wir hier raus. Gehen zum Frühling 1964. Da soll die Zeit auf 9.05 Uhr gestellt werden. 9.05 Uhr. Da sind wir auch wieder drin. Wir haben Schlüssel bekommen. Hä, dann geht das ja noch richtig lange hier. Oha, oha. Oha, oha, oha. Okay, wir haben einen Kleiderbügel. Wir können die Pflanze ausbuddeln. Dadurch verändert sich jetzt das, was 1971 ist. Dadurch wird die Hand da garantiert nicht rauskommen. Und unser Vogel lebt noch und dem geht's auch noch gut. Wir können den Vogel jetzt freilassen. Können wir nicht. Ist der falsche Schlüssel. Okay. Okay, okay. Wir können hier auf... Auch nicht. Doch. So. Guck, gut, dass ich mir den Code aufgeschrieben hatte in der letzten Folge. Beziehungsweise in der vorletzten. 1487. Müsste ja derselbe Code sein. Ja, was haben wir hier? Sieht aus wie ein Käfer. Eine Saat, eine neue Saat. Der Schatten macht mir ein bisschen Angst, aber ich pflanze einfach mal die Saat ein. Jetzt ist nur noch die Frage, was wir mit den Kleiderhaken machen sollen. Was müssen wir noch verändern? Kannst du mit dem Kleiderhaken irgendwas anfangen? Können wir damit irgendwie das Ding hier aufbrechen? Nein. Wozu ist der Kleiderhaken da? Huh. Ah. Und überall dieses Lied. Das ist auch irgendwie gruselig. Aber ich glaube, jetzt haben wir endlich den Schlüssel, damit wir hier unseren Vogel befreien können, der aber nicht wegfliegen will, aus irgendeinem Grund. Los, flieg, sonst muss ich dich wieder töten und ich will dich nicht töten. Ja, ist klar. Also er ist frei, er kann jederzeit... Na, guck mal. Ja, okay, er ist wirklich frei. Er ist frei. Okay, gut. So, haben wir schon mal die erste Sache hier verändert. Diese Folge wird jetzt länger werden. Ich mache jetzt die ganzen Dinger hier mal durch. Ist ja kein Problem. So, sind wir im Sommer 71, wo alles Böse seinen Lauf genommen hat. Wieso ist der Vogel wieder drin? Das ergibt keinen Sinn. Der Vogel war frei. Wieso sollte er sich wieder eingesperrt haben? Oh, aber wir haben jetzt hier einen Kaktus statt einer... statt der Hand. So, das wollte ich sagen. Das ist 71. Jetzt ist die Frage, müssen wir 3.05 Uhr einstellen, oder? Wir stellen mal 3.05 Uhr ein. Zack, 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 zack. Nein. 3.55 Uhr muss das auch sein. Verdammt. So. Ein Schrank.
Schraubenschlüssel. Okay, den können wir ja garantiert hier unten benutzen. So, Wasser, ja, okay. Jetzt tropft es. Das ist toll, glaube ich. Wasser. Können wir noch irgendwas an dem Teil hier machen? Nö. Dann war es das, glaube ich, für diese Erinnerung. Alles klar, gehen wir hier raus. Dann Herbst 71. Herbst 71. Da ist der Vogeltod. Das verändern wir jetzt natürlich auch, indem wir zu 11.25 Uhr gehen. Um Streichhölzer zu bekommen. Der Kaktus wächst auch immer mehr. Das ist eigentlich gutes Zeichen, würde ich sagen. Aber was machen wir mit den Streichhölzern? Wir können die Kerze auf jeden Fall anzünden. Dann. Aha, guck mal. Seht ihr da irgendwas? Ist da irgendeine versteckte Botschaft oder so? Also ich sehe nichts, um ehrlich zu sein. Aber gut zu wissen, dass da irgendwas passiert. Wir können das hier anzünden, was auch immer das bringen soll. Was soll ich mit dem Streichholz machen? Ich habe jetzt hier die Kerze angezündet, aber das kann ja eigentlich nichts verändern, oder? Soll ich den Kaktus anzünden? Ist da eben irgendwas passiert? Soll ich vielleicht den Vogel anzünden? Auch nicht. Na gut, haben wir die Kerze angezündet, immerhin. Gucken wir nochmal in den Winter 81. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Ah, die Kerze ist jetzt weg. Wir haben... Oh, bringen wir uns selber um, sagst du? Wir haben eine Pille. Und wir haben... eine Kaktusfrucht. Ja, geil! Und diese Kaktusfrucht, die kommt garantiert in den Mixer. Jetzt packen wir alles in den Mixer. Nicht? Vielleicht die Tablette? Tatsache. So, wird das alles einmal püriert. Dann kommt die Kaktusfrucht da rein, oder auch nicht. Dann schütten wir das Wasser aus. Packen die komische Mischung ins Wasserglas. Okay, soweit so gut, soweit so gut. Dann mixen wir das und packen alles zusammen? Fragezeichen? Nein, scheinbar nicht. Gut, wir haben ein rotes Gebräu, wir haben ein grünes Gebräu. Wir tun das grüne Gebräu da rein. Grün läuft. So, wir nehmen das rote Gebräu. Wir tun das rote Gebräu hier hinten rein. Zack, rot läuft. Jetzt brauchen wir noch ein anderes Gebräu. Wir haben ein grünes und ein rotes Gebräu. Also, wenn ihr mich fragen würdet, dann würde ich in das letzte einfach Wasser reintun. Aber das will er nicht. Und deswegen bin ich verwirrt. Okay, also grün, rot,
zwei Leuchten fehlen noch. Wir müssen noch zwei Sachen finden, die wir irgendwie verarbeiten können, sagst du? Wie soll man das dann machen? Hier ist der Vogel frei. Hier ist der Vogel tot. Aber in den alten Dingern können wir nichts mehr machen. Sag bloß, die Seite hat sich jetzt aufgehangen. Ah nö, komm schon. Ich wollte das jetzt lösen. Ach man. Na gut, dann will das Spiel nicht mehr. Das Spiel ist einfach schwarz. Ja, geil. Aber passt vielleicht ganz gut, da könnt ihr das Ende selber erfahren oder ich häng's noch ran, kann auch sein. Aber ich würde dann erstmal sagen, was das für diese Folge? Wie denn genau das Ende ist, ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt's einen Nachtrag. Man weiß es nicht so genau. Dann auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dann wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.